Hier haben wir also Paul Rosches Wunderkind, den Formel-1-Motor auf dem Prüfstand. Hier werden sichtbar derartige Energien frei, dass auch unsere Kamera verrückt spielte. Herr Rosche, wieso ist eigentlich ein 1,5 Liter Turbomotor so viel stärker als ein 3 Liter Saugmotor? Also die Leistungssteigerung ist auf die Verwendung des Turboladers zurückzuführen. Die Luft wird verdichtet und dem Motor zugeführt. Die ganze Geschichte funktioniert in etwa so: das austretende Abgas wird der Turbine zugeführt. Das Turbinenrad ist kraftschlüssig mit dem Verdichterrad verbunden. Die angesaugte Luft wird hier im Verdichter komprimiert, ungefähr auf 200 Grad erwärmt, dem Ladeluftkühler zugeführt. Im Ladeluftkühler wird die Luft wieder abgekühlt, Größenordnung ungefähr 40 bis 50 Grad, und dann über diese Leitung und dem Sammler dem Motor zugeführt. Welche Leistung hat ein Motor, wenn der Turbo, das ganze Turboaggregat ausfallen würde, wie es im Rennset passiert ist? Ungefähr als 1,5 Liter, ich schätze zwischen 150 und 180 PS. Mit welchen Leistungen kann man beim Turbomotor rechnen? Da kann man ja den Ladedruck verstellen. Ja gut, wir bei unseren Motoren, wir liegen in etwa beim Qualifizieren ungefähr bei 850 bis 870 PS. Die Rennleistung liegt ungefähr bei 750. 850 PS hält der Motor über eine Distanz von, sagen wir, 350 Kilometern entsprechend einer Bahnrichtung? Nein, die 750, die hält er über Renndistanz. Während bei den 850 oder mehr wird es natürlich weniger.